Der, bei dem ist auch das Malz noch verloren. Und Gerste? Das Vita-Malz? Ja, genau. Das gute Vita-Malz. Oder das tut gut. Das kenne ich nicht. Ja. Vita-Malz? Vita-Malz? Vita-Malz ist das DDR-Zeug? Eigentlich? Ich weiß nicht, ob das DDR ist. Also ich kenne das Standard-Karamalz. Das ist so der Klassiker. Ja, aber irgendeins von den bekannten Marken Malz... Malzbiere heißt es nicht mehr, habe ich aus den Kommentaren letztens, als ich das mal angesprochen habe, erfahren. Es heißt Malzgetränk. Genau. Echt? Ja. Oh. Weil es sonst Verwechslungen mit dem alkoholischen Getränk gäbe. Boah, Alter, man kann doch auch... Also irgendwann ist es dann auch noch... Können die Leute nicht auch heutzutage nur mal ein bisschen ihren Scheißkopf einschalten, mal nachdenken? Nein, irgendwann wird es auch noch gegendert, damit es auch noch die... Ja, weil aber es gibt da tatsächlich einen Unterschied. Weil ja, aber diese Malzgetränke haben tatsächlich keinen Alkohol. Es gibt natürlich Malz ist es kein Bier. Mit geringem Alkohol. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ein alkoholhaltiges Malzbier wohl scheinbar. Ja, genau. Trotzdem, deswegen dann gab es halt früher ein alkoholfreies Malzbier. Also nee, das ist ein Unterschied. Ja, aber Kinder hat es doch also, Generation nicht gestört. Ja, das war doch immer so. War Malzbier, also das, was wir so kennen, mit Alkohol auch. Vita Malz, wir haben es erfunden. 1920, der Erfinder des Malzbieres. Siehst du Malzbier? Dem Wissenschaftler Fritz Lux, Kurve, gelingt es, aus Kurve. Dem Plasma von Hefezellen Vitamin B1 freizulegen. Wow. Im oberbayerischen Weihenstephan. Da kommt doch die Milch her, die lügen doch. Weihenstephan ist aber die Molkerei, die ist, glaube ich, in München. Hat ja, Ferdinand Blab 1920 die Idee für ein neues Spezialgetränk, Malzbier. Beide tun sich zusammen. Way. Okay, dann waren die Ossis das mit dem Malzkaffee. Das kann sein, das ist dieses Zeug da. Ja, für mich hat das schon aufgehört, als die Leute Pizzas und Taxis in den Duden eingetragen bekommen haben. Jetzt habe ich Lust. Aber auf es gibt Pizza. Ja auch noch Karamalz. Ich weiß ja nicht, ob das vielleicht aus dem Osten ist. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Und dann gibt es ja noch ein drittes bekanntes. Da fällt mir gerade der Name nicht. Oettinger Malz gibt es auch noch. Ja, gut, das ist ja. Also, tut gut ist auf jeden Fall von Stauder in Essen. Also, ich kenne tatsächlich nur Karamalz und Vitamalz und Oettinger Malz. Oettinger Malz. Oh, ich muss wiegen gehen. Okay. Ich bin zu fett. Nur allgemeine Gewichtskontrolle. Aber am liebsten trinke ich tatsächlich Vitamalz, wenn. Wenn es draußen schön warm ist, so ein kaltes. So richtig, ja, ich muss auch wiegen. Kaltes. Wo soll ich denn hier wiegen? Ja, bei mir piepst also aber auch gerade. Ich muss umfahren. Ich fahre aber mal rein, weil ich mein Gewicht interessiert. Wer wird wieder da vorne, okay. Wait Station, next ride. Die nächste ride. Alright. Irgendwas 105.000 Pfund, glaube ich. Darfst du das? Hä, das ist ja über den. Ah ne, bei 80 Tonnen haben wir gesagt. Nee, wie viel Tonnen haben wir gesagt? 40 Tonnen. 40. Jetzt bist du aber drüber. Ja, möglich. Also vielleicht habe ich es auch falsch gerade gelesen. Oh, der hat 85.000 Pfund. 81.990, das kommt ungefähr hin. Der hat sich wirklich abgewürgt. Weil ein Pfund sind nicht ganz 500 Gramm. Gesundheit. Wie kann ich das Ding hier bedienen, wenn ich da nicht hinfahren muss? Keine Ahnung. Enter drücken? Einfach gerade vorbeifahren. Nee, achso, der sagt mir das oder was? Sich ja wiegen lassen. Ansonsten hast du, wenn du draufstehst, Enter. Nee, hab ich nicht. Ja, dann musst du weiterfahren. Ich hab doch keinen grünen Punkt. Ach, Mann. Tja. Du kannst aber an den Truckstops sind auch, ach, da sind, okay. Da sind freiwillige Wagen. Ja, aber das es gibt ja nicht überall Truckstops hier, leider. Oh, jetzt wieso fahrt ihr denn runter? Mal. Ja, aber wir, hier oben ist ein Viewpoint. Na gut. Wow. Wollen wir den Viewpoint angucken? Ja, das finde ich auch cool. Ja, dann gucken wir mal Viewpoint. Dann ist ein krasses Sightseeing-Dings. Ja, das ist es nicht, aber vielleicht ist das auch eins. War hier noch nie. Viewpoint. Toll, hier ist ja richtig tolle View.
Ja, aber ich habe mir gedacht, der Carsten fährt so gerne freischalten. Im Hellen ist hier garantiert eine tolle View. Ja, das stimmt. Wir sollten unsere Aufnahmezeiten überdenken. Ja. Vielleicht fangen wir einfach um 10 Uhr erst an. Ja, das ist eine tolle Idee, Carsten. Ja, egal was ich sage, ist falsch. Das sitzt du nur anfangen, so eine Scheiße. Das im Ziehen anfangen, so eine Scheiße. Also wäre ich suboptimaler Vorschlag. Was hast du da? Was habt ihr da für ein Problem? Ihr könnt da rollen lassen. Mit seiner Funzel irgendwie. Ich hab nur gewartet auf euch. Überall Rampen, Ramps hier. Runaway Ramp. Ja, hi Carsten. Renn weg, Rampe. Ach da, das ist, wenn man bremsen muss wahrscheinlich. Also wenn genau. Man nicht bremsen kann, aber. Yeah. Dann kannst du da hochfahren. Habe ich auch schon drüber erzählt, in Siegen gibt es sowas auch in Germany. Ich habe sowas auch schon mal irgendwo gesehen. Oh, muss ich ist sagen. Dann ein bisschen schnell, Julian. Es gibt in den USA und bei diesen großen Passstraßen über die hohen Berge. Wenn du da dann wieder runterfährst, gibt es tatsächlich Stellen, wo du als LKW-Fahrer stehen bleiben musst und gucken musst, ob deine Bremse zu heiß sind. Aha. Und die gegebenenfalls abkühlen lassen. Ja, und wenn du viel mit Retarder bremst, dann geht das ja eigentlich. Retarder-Werbung hier einfügen. Josh, Retarder. Ja. Wir reden von den USA. Was die nicht haben? Die haben keine Retarder. Ja, die sollen sich den Scheiß einbauen, das ist sinnvoll, das ist verschleißfrei, das ist gut, das ist Premium. Die haben sowas ähnliches wie Retarder, die benutzen die Motorbremse. Ja, dann sollen sie das benutzen. Ja, hilft nur nichts, weil die Passstraßen sehr steil sind. Oh, die Kuh ist ja süß auf dem Schild. Passt man denn da überhaupt lang? Bei den Passstraßen passt man da lang? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Muss nichts dazu sagen. Sag es nicht, sei einfach ruhig. Einfach nichts dazu sagen. Einfach nichts sagen. Okay. Okay. Nee, einfach das okay. Hinnehmen. Nee, ah, okay. Einfach nicht. Na gut. Da, Portland. Portland, Oregon. Ab nach Portland. Volti so ein Motor? Ist das irgendwie so eine Tesla-Hommage oder was? Nein. Könnte aber sein. Nein, gar nicht. Das ist eher Toyota. Naja, Chevy hat den Volt. Ja, Chevy hat den Volt. Ja, Chevy Volt. General Motors. Also Chevrolet Volt. Weiß ich. Gibt das gleiche Fahrzeug mit einem anderen Logo drauf in Europa auch. Hm. Oh, hier, freischalten. Nennt sich in Europa übrigens Opel Ampera. Dass die immer irgendwelche Elektronamen mit da drin haben wollen, ne? Und das cooler und futuristic klingt. Ja, aber ist gar nicht futuristic. Schon gar nicht Opel. Tesla ist besser, oder was? Hab ich nicht gesagt. Nee, ich meinte jetzt Julian. Nee, auch nicht. Modell S, Modell X, Modell hast du nicht gesehen. Nein, Tesla. Ja, Tesla ist ja eine Firma. Geht aber um den Firmennamen, die irgendwas fancy elektrisches haben wollten. Ja, ist auch nicht besser. Ja, aber Opel ist ja jetzt nicht fancy elektrisch. Nee, aber Ampera. Ja, aber ist ja nicht eine Marke. Oh. Bei Opel ging es auch, glaube ich, eher darum, dass sie irgendwas gesucht haben, weil Opel ja die Modellnamen immer mit A am Ende hat. Schon seit 25 Jahren. Kadett jetzt. Kadett, genau. Darum sagte ich seit 20, 25 Jahren. Das fing damals an mit dem, der Corsa war der erste. Dann kam der Astra. Ich sag ja Astra, Vectra, Corsa. Omega. Omega. Vectra, Omega. Insignia. Aber Kadett passte gerade einfach so gut. Adam. Das wiederum ist das wieder was vorne. Ganz anderes, Carsten, weil das sind die Kleinstwagen, die ja benannt werden nach berühmten Mitgliedern der Familie von Opel. Van Opel? Es gibt nämlich mittlerweile auch den Opel Karl. Ja, ja.
Hört auch mit A auf. Tötet er auch Menschen? Nee, Josh, der wird mit K geschrieben. Klingt fast nach den Ikea-Stühlen von Josh und Luisa. Gustav Kasimir. Ja, genau. Aber stell dir mal vor, du kaufst dir den Ikea Karl. Stuhl. Ja, stell dir das mal vor. Genau. Stell dir das jetzt mal vor. Aber ich glaube nicht, dass eine männliche Person freiwillig einen Opel Adam oder einen Opel Karl fahren würde, weil... Ja, den Karl sowieso nicht, weil der absolut scheiße ist. Der Adam ist auch nicht besser. Ja, der hat wenigstens noch ein bisschen Design. Weißt du, was Design hat, Carsten? Sind halt, das sind glaube ich so die Rache-Modelle von General Motors Design Studio. Carsten, weißt du, was Design hat? Nee, was denn? Die neuen Audis. Die neuen, ne? Ja, der A6 beispielsweise oder der A1, die sehen alle richtig geil aus. Sehen geil aus, ne? Ja. Dafür hat Audi sich aber auch damals mit dem A2 ganz schön in die Nessel gesetzt. Der A2 war richtig dumm, aber ich finde den neuen A1 Sportback. Der alte A1 war auch hässlich. Der alte A1? Nee, fand ich gar nicht verkehrt. Ich fand den so hässlich. Ich finde das Redesign jetzt, den neuen, finde ich halt geil. Aber ich find den 1er BMW auch hässlich, muss ich dazu sagen. Jawohl, den finde ich mittlerweile geht es. Also am Anfang fand ich den auch schäbig. Aber durch das Facelift, was sie da gemacht haben, geht's eigentlich. Welchen ich heute jetzt gesehen habe, war der Z3. Der war ja BMW Z3, der war ja wohl. Habe ich den Z3? Z3 fand den ich i3 hässlich. Also den Z3 fand ich cool. Der Z4 ist auch cool, aber der Z8 war hässlich. Den fand ich wiederum cool. Seid ihr noch so hinter mir? Nee. Ja, ich sehe dich nicht. Sind wir nicht. Okay. Nee, ich bin jetzt nach Süden gefahren. Ich bin jetzt gleich in New Mexico. Nee, dann macht einfach nur. Nee, macht halt euer, es ist okay. Du stehst wahrscheinlich eh gerade nur und lässt Lisa fahren. Ansonsten ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich persönlich ja... Ich mache auch sowieso nichts mehr selber im Kanal, das ist klar. Ich find den Corsa und den Insignia zum Beispiel sehr schick. Hallo Carsten. Hallo. Und James ist auch wieder da. Ach, ich dachte, wer ist das denn da gewesen? Also, warst du gar nicht? Das ist ein random Typ. Ah, okay. Random. Guck mal nach rechts. Ja, schau da. Opel Corsa. Mit Beleuchtung. Opel Corsa oder Ford Ka. Ich glaube aber, es war ein Opel Corsa. Mit dem stehe ich auf Kriegsfuß. Warum? Weil mich eine, rote Corsa-Besitzerin über den Haufen gefahren hat. Also du hast aber dieses Jahr im März in einem Corsa gesessen. Wollte ich auch gerade sagen. Du wurdest von einem kutschiert. Ich weiß. Der Corsa, das ist ja der Corsa, warte mal, das ist der A, B, C. Y. Das war der Corsa D. Und der E-Corsa ist der aktuelle. Die finde ich beide eigentlich ganz schick. Warum gibt der mal ein LKW jetzt kein Gas mehr? Weil wir in der Stadt sind. Und der James ist dann wie so ein Hund in dem Corsa drin gesessen und hat immer aus der Heckscheibe raus. Ja, und ich fand's halt. Ja, und wie gesagt, den Insignia. Das ist ja der Vectra-Nachfolger im Prinzip. Tja. Uiuiui, ich hätte gerade wieder beinahe Menschen überfahren. Warum stehen die hier einfach? Weil die doof sind. Die machen Mittagspause. Allerdings 0:34 Uhr. Ich muss auch zugeben, was ich so von diesen Opel SUVs halten soll, weiß ich nicht. Opel ist jetzt keine Marke, die ich mit SUV in Verbindung bringe. Obwohl ja, dieser Cross-Dingens ist so, gar nicht so verkehrt. Crossway. Tö. Opel Crossway. Der Typ ist weg. Tö. Ja, hässlich ist der nicht, aber ich bringe Opel einfach nicht mit SUV in Verbindung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kunden zu Opel lockt. Na, also Opel ist eigentlich eher so Opas. OP halt, ne? Nein, Opa würde ich gar nicht mal sagen. Kommt immer aufs Modell an. Also so ein Astra, eher alte Leute, ja. Omega war es auch. Ja, Omega auch, aber... Aber so ein Corsa ist schon was für Jüngere. Oh, ja, oder was für alte Omas. Ja gut, Corsa ist für Jüngere... sagen wir es so, ich muss schon wieder wiegen. Ich kann Corsa, wieder umfahren.
Corsa ist für jüngere Leute und Frauen. Aha, für was zähle ich dann? Du zählst zu jüngere Leute. Du zählst zu jüngere Frauen, okay, gut. Nein, jüngere Leute. Aber es gibt halt auch sehr viele Frauen, die Corsa fahren. Corsa. Es gibt auch sehr viele Frauen, die fahren Ford Focus. Oder Ford K. Ford K, also den neuen Ford K finde ich gar nicht mehr hässlich. Den ersten K, den finde ich Der erste hässlich. War richtig hässlich. Der sah aus wie so ein Ü-Ei. Ja. Ja, der neuere, der geht eigentlich. Ja, der neuere sieht aus wie ein Fiesta, nur ein kleiner. Ich finde überhaupt, von Ford sehen fast alle Modelle gleich aus. Außer, dass sie halt größer werden. Ja, die haben alle die gleiche, Front, alle ähnliche groß. Rückleuchten. Ja, das soll so. Das ist halt das gleiche Designstudio. Ja, eben. Ja, aber da erkennst du die unterschiedlichen Modelle eigentlich nur noch an der Größe. Weißt du, die haben keine Alleinstellungsmerkmale mehr. No. Und wo es dann nicht auf die Größe ankommt, da ist alles das gleiche. Ja, früher kommt ja auf die Technik an. Früher hast du halt ein Auto gesehen und hast dann Form erkannt, das ist das Modell. Der ja. Carsten hat da hinten so zwei witzige, also oben an seinem Führer, der James ja auch. Ja, so weiß sind, beleuchtet von hinten. Nee, das sind so Reflektoren, genau. Witzig. Ja. Das sah so aus wie dieses Ding im Fotomodus, deswegen habe ich erst gedacht, hä? Die haben den Fotomodus drauf tätowiert. Ja. Ich hatte den Fotomodus als Tattoo. Ey, voll geil. Oh, Digga ist. Ja. Ey, voll krass, Alter. Ich fahre übrigens gerade einen Opel hier. Ohne Power ewig langsam. Nein, ohne Panne ewig Leistung. Nee. Hier ist ein Airport übrigens. Wir fahren auch nachher zum Airport. Ja, da muss ich auch gleich hinliefern, glaube ich. Wir sind schon da. Easy. Also, wir fahren zu dem Dunkeln an, das heißt, es ist wieder... Mein LKW rollt schon wieder aus. Ja, meiner auch. Also, man ist down in der Stadt hier irgendwie. Und meiner rollt schneller aus als der von Carsten. Meiner rollt schneller. Hallo, Carsten. Warte, ich komme rüber. Na, gucken wir mal, wer schneller rollt hier. Wir müssen hier runter. Ja. Wir müssen hier runter, aber zweispurig, glaube ich, geht das, wenn ich das richtig sehe. Was machst du denn da? Ja, es ist zweispurig. Ich gehe mal ganz rüber. Und keine Hand am Lenkrad, glaube ich. Keine Hand am Lenker? Aha, nee. Wo hat er denn seine beiden Hände? Keine Hände am Lenkrad. Und mit der rechten Hand habe ich auf das Uhr-Display drauf getippt. Ah, ja. Aber wir müssen ja auch gleich wieder zurück, oder wie kann das? Ja, klar, weil das ist so ein... Das ist so ein Dead-End-Ding. Dead-End. Oh, hier ist 55. Das tote Ende. Alles hat ein totes Ende. NE Airport Way. Die Wurst hat 2. Ja, die Wurst ist ja schon tot, ne? Ja. So konzipiert. Die arme Wurst. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Wenn die freiwillig gestorben ist, ist sie dann vegan? Nein. Ja, was fahrt ihr eigentlich? Ich habe letztens was wiederbelt gelesen. Da hat jemand auf Jodel einen veganen Dönerladen empfohlen. Toll. Da ist mir schlecht geworden. Also, ich meine, da musst du das Fleisch ersetzen und da musst du die Soße ersetzen. Ja. Terminals, White Lane.